Ernst Anner, Sie sind CEO und VR-Präsident von Lind & Sprüngli. Sie haben die Dividende erhöht auf das aktuelle Jahr. Viele Experten haben einen höheren Anstieg von der Dividende erwartet. Sind Sie da nicht ein bisschen zu defensiv vorgegangen? Nein, aber ich habe gehört, dass die Experten eine tiefere Dividende erwartet haben. Ich glaube, wir sind sehr großzügig. Wir erhöhen die Dividende um 13%. Und der grosse Teil von dieser Dividende wird ja für Schweizer Aktionäre steuerfrei ausgeschüttet. Also insofern ist das eine recht anspruchsvolle Erhöhung. Ich beziehe meine Aussage auf Analysten, die den Titel Lind & Sprüngli heute Morgen zurückgestuft haben wegen der Dividende. Ist in Zukunft mit einem höheren Anstieg zu rechnen? Also ich würde mal so sagen, ich glaube, unsere Aktionäre sind sehr zufrieden mit dem Verlauf von unserem Aktienkurs. Ich habe Ihnen aufgezeichnet, wie viel das zugelegt hat. Ich glaube, der SMI hat das letzte Jahr ungefähr 20%, wir haben etwa 35% zugelegt. Das heisst also, dass unsere Stammaktionäre sehr zufrieden sind mit ihrer Investition und auch mit den Dividenden, die wir ausschütten. Sie haben es angetönt, die Aktie von Lind & Sprüngli ist letztes Jahr sehr stark angestiegen auf über 53'000. Planen Sie jetzt einen Aktiensplit? Nein, das planen wir im Moment noch nicht, weil wir sehen eigentlich keinen Bedarf daran. Wir haben für die grosse Aktie haben wir ein sehr treues Aktionariat und die sind glücklich damit. Und wie gesagt, auch auf dem hohen Niveau hat sich ja die Aktie sehr positiv entwickelt. Das Thema Einheitsaktie wird immer wieder mal angesprochen. Ihre Meinung dazu? Nein, das sehen wir nicht ein. Eben, wie gesagt, ich meine, der Aktionär, der sich langfristig investieren will in Lind, kauft die Namensaktien und die, die eher ein- und aussen wollen, die kaufen den PS. Jetzt ist heute Morgen bekannt worden, dass der CEO von Geberit auf Ende Jahr zurücktritt als CEO und nur noch VR-Präsident ist. Sie sind bald der Letzte, der eine Doppelrolle inne hat in der Schweiz. Wie lange machen Sie das noch? Sie haben richtig gesagt, vielleicht in der Schweiz, aber wissen Sie, die Schweiz ist ja nicht ausschlaggebend, was in der Welt passiert. Also wenn ich jetzt mal schaue, ich muss doch auch anschauen, wie würden unsere Konkurrentunternehmen gemanagt. Und da muss ich sagen, die meisten von unseren Konkurrentprodukten haben den Chairman und den CEO in Union. Also das können Sie schauen bei Mondelez, da können Sie schauen bei Hershey, da können Sie schauen bei allen unseren Konkurrenten. Also es gibt einen Vergleich, was macht die Schweiz, und der andere Vergleich ist, was macht die Industrie. Und wir müssen schlussendlich besser sein als die Schokoladenindustrie. Und gegenüber denen vergleichen wir uns und gegenüber denen werden wir gemessen. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder grosse Mengen an Partizipationsscheine verkauft. Macht Sie das weiterhin? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so große Mengen an Partizipationsscheine verkauft habe, aber meine langfristige Investitionsstrategie ist, dass ich Namenaktien will haben und dann, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, würde ich PS in Namenaktien konvertieren, ja.